Sie ist überall, in jeder großen Sportart, auf jedem Spielfeld, quasi in jedem Land dieser Welt. Alle kennen die Marke mit den drei Streifen, aber was steckt dahinter? Welche Spielzüge nutzt der Konzern, um an der Spitze zu bleiben? Wie fair ist das und wo fließt das Geld hin? 3 Milliarden Euro pro Jahr, die in Marketingmaßnahmen ausgegeben werden. Was sagen die Kritiker? Wieso ist es so ein großes Problem, die Lohnzahlung, die Menschenrechte, die Arbeitsrechte zu kontrollieren? Und was sagt CEO Björn Gulden? Du nützt Leute aus, hast du immer Bauchschmerzen. Ich bin zu alt für Bauchschmerzen. Wer andere ausnutzt, bekommt Bauchschmerzen. Kann das ein Global Player überhaupt vermeiden? Wie laufen die Fäden des Konzerns zusammen? Wir dürfen vor Ort drehen und sogar an einem Großevent teilnehmen. Ohne den Mann hier neben mir wäre dieses Weltunternehmen nie entstanden. Darf ich vorstellen? Adidasler. Was mich interessiert, spielt das Unternehmen immer noch weltweit ganz vorne mit? Wir werden einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wir besuchen den Weltkonzern auf dem Firmengelände im fränkischen Herzogenaurach. Heute ist hier besonders viel los, denn es findet ein Großevent statt. Bei Road to Records bringt das Unternehmen Spitzen- und Hobbysportler auf dem eigenen Gelände zusammen. Eine teure Angelegenheit. Welche Strategie steckt dahinter? Die Emotionen und das Ganze, das ist natürlich auch für die Marke super wichtig. Jeder, der jetzt hier ist, der spürt diesen unheimlich positiven Spirit und das färbt natürlich aufs Produkt ab. Sponsoring bei Großevent steigert die Bekanntheit und verknüpft das Brand mit sportlichen Bestleistungen. So entsteht eine starke emotionale Bindung mit der Marke. Für Matthias wird's jetzt auch sportlich, aber erstmal umziehen. Bitte. Von Kopf bis Fuß wie ein Top-Sportler eingekleidet. Das mache ich nicht, weil ich es so schick finde, sondern das ist wirklich die Voraussetzung hier des Veranstalters dafür, dass ich mitlaufen darf. Die haben echt gesagt, du darfst nur mitmachen, wenn du unsere Klamotten trägst. Aber ich habe heimlich Puma-Socken an. Auf geht's. 5 Kilometer über den 950 Hektar großen Campus der aktuell 5.792 Mitarbeitenden. Ein Freibad, wie verlockend. Da will ich jetzt gerne reinspringen. Langsam kommen die Seitenstiche. Naja, jetzt mache ich mal den Weg frei für die Sportler. Während Matthias nach 2 Kilometern aussteigt, erreicht CEO Björn Gulden den Zieleinlauf. Der ehemalige Profifußballer hat schon Konkurrent Puma erfolgreich umstrukturiert. Seit Anfang 2023 versucht der erfolgreiche Norweger, die drei Streifen wieder auf Siegerkurs zu bringen. Im Sport ist ja Fair Play immer sehr wichtig, wird immer sehr, sehr hochgehalten. Wie wichtig ist Adidas Fair Play? Na gut, also im Sport ist es ja nicht überall Fair Play. Ich meine, der Kommerz hat ja leider in vielen Sportarten die Grenzen, sagen wir, weit gezogen. Aber ich glaube, über Zeit als Firma, wenn du nicht fair bist zu deinen Kunden, zu deinen Mitarbeitern, zu deinen Lieferanten, wirst du nie gewinnen. Und das ist diese Balance in die ganze Kette. Wenn ich versuche, zu gute Preise bei den Fabriken zu kriegen, dann leiden die. Wenn ich versuche, beim Handel zu viele Marge zu machen, dann leiden die. Du nützt Leute aus, hast du immer Bauchschmerzen. Ich bin zu alt für Bauchschmerzen. Lass uns auch noch mal einmal auf, sage ich mal, die Natur, die Nachhaltigkeit, welche Rolle spielt das für Adidas? Wir haben eine Aufgabe, diese Planeten versuchen in eine bessere Verfassung für die nächste Generation. Und wir noch viel Arbeit haben, ist in dem Material. Es ist noch zu viel ölbasierte Material in unserer Industrie. Und wir müssen so irgendwie ein zirkulares Wirtschaft kommen, wo diese Klamotten wieder reused werden. Das ist die einzige Lösung. Wie realistisch das Ziel einer Kreislaufwirtschaft ist, klären wir noch. Zuerst ein Vergleich der Sportartikelhersteller weltweit. Das Umsatzranking führt Nike an. Adidas liegt auf Platz 2. Der dritte Platz gehört Puma, ebenfalls ein deutscher Hersteller. Auf Platz 4 und 5 folgen Skechers und New Balance. Pro Jahr produziert das Unternehmen von CEO Gulden 311 Millionen Schuhpaare, 328 Millionen Bekleidungsstücke
und 116 Millionen Accessoires. Der Global Player landet übrigens regelmäßig neben Porsche, BMW und DM auf Top-Platzierungen, wenn es um die Beliebtheit der Arbeitgeber in Deutschland geht. Auch auf internationaler Ebene ist er beliebt. Das fühlt sich mehr nach Freizeit an als nach Arbeit. Nee, hier wird aber auch gearbeitet. Es war sehr, sehr viel wird hier gearbeitet. Wir erstellen hier Produkte und wir haben Spaß daran und wir probieren die natürlich direkt hier aus. Björn und ich spielen Fußball. Also ich komme hier aus der Gegend und dann halt diesen mega Arbeitgeber und Arbeitsplatz. Also da vergisst man ganz schnell, dass man irgendwo in Franken auf dem Dorf lebt. Super viele Sportler auch immer unterwegs, die einfach so an einem vorbeilaufen und einen inspirieren. Ja. Klingt super. Klingt nach einem perfekten Arbeitgeber. Gibt es auch Kritikpunkte? Dazu hören wir nichts. Aber zurück zu den Anfängen. Wie kam es eigentlich zu dem Drei-Streifen-Logo? Dahinter verbirgt sich Kalkül. Welches wollen wir von Unternehmenshistorikerin Sandra Trapp erfahren? Hi. Hi. Das ist, damit man die Sachen anfassen kann, solche Handschuhe? Ja, ist ganz wichtig für uns, unsere Archivhandschuhe, weil natürlich jeder Mensch hat Schweiß und auch gewissen Schmutz an den Fingern. Im Archiv herrschen konstant 18 Grad bei 55% Luftfeuchtigkeit, um die 40.000 katalogisierten Produkte bestmöglich zu erhalten. Habt ihr auch noch so den allerersten Schuh, das allerälteste Produkt hier? Den zeigt Sandra gern. Hier sind wir noch in der Zeit vor Adidas. Vor 100 Jahren starten die Brüder Adi und Rudolf Dassler in Bayern die Herstellung von Spezialschuhen für Profiathleten. Streitigkeiten trennen ihre Wege. Rudolf gründet Puma, ein Unternehmen als direkte Konkurrenz. Denn Adi meldet die Firma Adidas an. Der Clou ist sein Logo, Striche an den Außenseiten, zu nur einem Zweck. Sie haben keinerlei Funktion, sie sind nur da, um wirklich ein Identitätszeichen auf dem Schuh zu bilden. Damals hatte man Schwarz-Weiß-Fotografie mit drei Streifen, hat man von jedem Winkel nur drei Streifen gesehen. Der deutsche WM-Sieg in Adis Schuhen bringt den Durchbruch. Denn seine Stollen sorgen für den entscheidenden Vorteil. Die Welt feiert die Innovation. Die drei Streifen sind in jeder Zeitung. Die Taktik, die Marke durch Siege sichtbar und unvergesslich zu machen, gilt bis heute. In den 60ern ist Beckenbauers Trainingsanzug der Bestseller. Getragen von Profis, nachgekauft von Freizeitsportlern. Auch die Olympia-Kollektion von 1972 ist Kult. Der Konzern entwickelt den ersten Schuh mit Schrittzähler. Dann betritt Nike das Feld und mischt neu auf. In den 90ern verliert Adidas Markenanteile und kämpft mit Managementproblemen. Das Comeback gelingt mit Retrolinien und Innovationen wie dem Torsion System. 1995 geht der Konzern an die Börse. Im Sport geht es natürlich immer darum, die Nummer 1 zu sein. Und das ist in der Sportartikelbranche nicht anders. Aber kann das Unternehmen das überhaupt noch schaffen? Und wie spielt der Konzern auf dem Marketing-Spielfeld? Um diese Frage zu beantworten, besuchen wir Professor Christoph Breuer, Sportökonom an der Sporthochschule Köln. Wie groß ist der Druck auf dem Kessel? Natürlich gilt, je länger ich diese Marke erfolgreich aufgebaut habe, desto weniger anfällig bin ich für kurzfristige Schwankungen. Doch die Ausgaben, besonders fürs Marketing, sind gewaltig. Bei Adidas sind es etwa 3 Milliarden Euro pro Jahr, die in Marketingmaßnahmen ausgegeben werden. Wenn zwei Unternehmen, hier Adidas und Nike, sozusagen sich sehr große Marktanteile unter sich ausmachen, dann geht es sozusagen für das eine Unternehmen bei den Werbemaßnahmen immer auch darum, das andere Unternehmen zu schaden. Bestes Beispiel, das Sponsoring der deutschen Nationalelf ab 2027. Das ist einfach nur, weil es Nike zusätzlich Geld wert war, den Hauptkonkurrenten im Heimatmarkt zu schlagen. Ähnlich die Partnerschaft mit Kanye West. Der Sänger arbeitet zuerst mit Nike, dann gewinnt Adidas ihn für die Zusammenarbeit. Nach dem großen wirtschaftlichen Erfolg beendet das Unternehmen die Partnerschaft nach antisemitischen Äußerungen des Rappers.
Am Beispiel Kanye West muss man sagen, man kann sehr schön nachvollziehen, wie nach Auftreten des Skandals eben auch der Aktienkurs von Adidas in die Knie gegangen ist. Dazu die Folgen der Corona-Krise, Lieferkettenprobleme, der Ukraine-Krieg, der DAX-Konzern gerät unter Druck. Adidas erreicht im vergangenen Jahr zwar einen Umsatz von über 21,4 Milliarden Euro, doch seit über 30 Jahren macht der Konzern zum ersten Mal Verlust. Minus 58 Millionen Euro nach Steuern. Das Unternehmen hakt es als Übergangsjahr ab. Jetzt, zum 75. Jubiläum, will der CEO mit regionalem Fokus punkten. Wir sind ein globales Unternehmen. Wer der Kunde in China oder Indien oder USA genauso wichtig ist wie in Norwegen oder Deutschland. Also wenn du in Indien nicht Cricket machst, dann bist du gar nicht da. Wir in Deutschland, wir wissen ja gar nicht, was Cricket ist. Seit Guldens Antritt legt der Aktienkurs deutlich zu. Der CEO peilt 2024 500 Millionen Euro Gewinn an. Dabei helfen auch Partner aus Deutschland. Malou und Felia sind Influencer für Running-Content. Klamotten zu bekommen ist für die meisten Sportler das also krasseste, was es so gibt, weil die neuesten Schuhe zu bekommen ist schon ganz nice. Aber ihr könnt jetzt natürlich keine anderen Schuhe mehr nice finden, ne? Nö, aber doch, klar, aber die tragen wir einfach gar nicht. Deswegen können wir nicht wissen, ob die nice sind. Wie wichtig ist es für die großen Sportartikelhersteller, nicht nur Top-Athleten zu haben? Also ich glaube, der Fokus ist recht neu. Wir waren auch die ersten so im Laufsport, die dann wirklich komplette Laien waren und einfach überhaupt nicht auf Sportprofi, also auch gar keine Ambition haben, irgendwie Profis zu werden. Wir sprechen mehr den breiten Markt an. Lange kämpften auch die Special Olympics für Aufmerksamkeit. Die Zusammenarbeit für sie ein Meilenstein. Wir treffen einen Teil des deutschen Teams mit Bundestrainerin Franziska Weidner. Ich sehe, ihr seid ja auch alle dem Anlass entsprechend gekleidet. Das ist neu, ne? Bei den Weltspielen im letzten Jahr, die Heimweltspiele, hat es so ein bisschen Start genommen. Hast du das Gefühl, dass vielleicht auch die Sportartikelhersteller jetzt anders denken heute? Ja, vielleicht, weil man vielleicht ein bisschen bekannter geworden ist. Heutzutage als Unternehmen sollte man schon sehr inklusiv sein, weil es einfach auch sehr gut fürs Image ist. Ja, absolut. Klar profitiert da das Unternehmen sicherlich auch von. Aber also ich glaube, die Inklusion sollte sozusagen von innen kommen und wegen der Inklusion gemacht werden und nicht wegen dem Image. Es wäre total schön, hier mehr Menschen mit geistiger Behinderung zu haben, involviert zu haben in die Organisation, in die Planung, aber natürlich genauso die Sportler hier am Start zu haben. Zurück zum Produkt. Spielt Made in Germany eigentlich noch eine Rolle? Matthias besucht Moritz Höllmüller, einen Chefdesigner im Makers Lab. Hier entwickelt er Produkte, die teils schon Monate später in den Verkauf gehen. Bei euch sieht es ja echt im positiven Sinne wild aus. Was ist das hier für eine Abteilung? Ja, das ist ein Teil unserer Design Offices, wo viele der Produktideen wirklich zum Leben kommen und wo auch viele Designer einfach mal spielen können. Es entstehen Prototypen, die als Vorlage für die Großproduktion im Ausland dienen, also eher Design in Germany. Dabei gab es einen Versuch, Made in Germany 2.0 zu starten. Adidas will vor knapp 10 Jahren einen Teil der Schuhgroßproduktion zurück nach Deutschland holen. Doch nach gut 2 Jahren schließt die Speed Factory. In Hochlohnländern wie Deutschland ist eigentlich nur noch die Entwicklung, die Technologie für neue Produkte umsetzbar, sowie die Fragen des Designs. Das fällt in Moritz' Gebiet. Er will der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein. Für uns ist es natürlich wichtig, dass wir die Athleten voranbringen, dass wir Produkte kreieren, die besten Athleten Weltrekorde brechen lassen. Oder dem Hobbyläufer mehr Dämpfung geben. Im Vordergrund stehen ständige Optimierungen und Verbesserungen. Was ist das Innovative daran? Das ist einer unserer besten Foams, die wir zurzeit haben, unser Schäume. Mhm. Das ist ein Schaum, der sehr viel Energie aufnimmt und sie dann wieder zurückgibt. Neue Entwicklungen sind Verkaufsargumente in den Läden und Online-Shops. Das ist ein ganz spezielles Mesh, was wir hier benutzen. Da sparen wir sehr viel Gewicht, aber haben gleichzeitig die Struktur. Wir verlassen das kreative Herz des Konzerns. Etwas früher als geplant. Natürlich wollte ich auch über einige kritische Themen noch reden, gerade was Arbeitsbedingungen im Ausland angeht oder Nachhaltigkeit. Aber leider wurde mir mein versprochener Gesprächspartner jetzt ganz kurzfristig wieder abgesagt. Die Firma möchte also nicht live mit mir darüber sprechen, sondern möchte diese Fragen nur schriftlich beantworten.
Doch wie fair spielt der Konzern? Matthias spricht mit Sandra Dusch-Silva von der christlichen Initiative Romero e.V. Sie kritisiert besonders die unwürdigen Lebenssituationen von Angestellten der Zulieferfabriken. Warum ist diese Unterstützung notwendig und so wichtig? Ich war unter anderem in Mittelamerika und habe dort mit Nia und Nilrin gesprochen, die für Adidas fertigen. Also es muss möglich sein, und das ist auch eine der zentralen Forderungen von uns an Unternehmen wie Adidas, dass die Frauen, die die Trikots nähen, auch davon leben können und dass sie es verdient haben, einen existenzsichernden Lohn zu erhalten. Der Konzern teilt uns mit: Beschäftigte in der Adidas-Lieferkette gehören zu den Bestbezahlten der Branche. Und weiter, der jeweils gültige gesetzliche Mindestlohn ist dabei das absolute Minimum. Können Sie sagen, wie viel das in Euro dann für uns Konsumenten teurer würde, wenn man den Frauen das bezahlt, was sie zum Überleben brauchen? Das ist natürlich eine komplexe Rechnung, aber wenn man ungefähr davon ausgeht, dass ca. 1% der Lohnkostenanteil ist, je nach Preis vom Trikot vielleicht auch bis zu 4%. Bei einem Preis von 100 Euro wären das zwischen 1 und 4 Euro. Klingt ja eigentlich nach sehr wenig, ne? Warum wird das nicht gemacht? Ich glaube, einer der zentralen Gründe, warum es nicht gemacht werden wird, ist, weil es nicht gemacht werden muss. Das sehen wir auch am Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Auf einmal ist die unternehmerische Sorgfalt und die Berichterstattung bzw. die Transparenz besser geworden, wenn gesetzliche Regelungen das einfordern. Der Konzern hat, wie viele andere, einen Großteil der Produktion ausgelagert und arbeitet weltweit mit 104 unabhängigen Herstellern und 237 Produktionsstätten zusammen. Das Unternehmen legt nach eigenen Angaben Wert auf langfristige Partnerschaften. Mit 74% der Hersteller arbeitet die Firma mindestens 10 Jahre, mit 38% über 20 Jahre zusammen. Ich habe gestern den Adidas-Chef getroffen und der hat interessanterweise viele dieser Sachen von sich aus angesprochen. Wieso ist es so ein großes Problem, die Lohnzahlung, die Menschenrechte, die Arbeitsrechte zu kontrollieren? Das, finde ich, ist ein wichtiger Bestandteil, sollte ebenso wichtig sein wie Qualitätskontrollen und eben genauso Bestandteil in der Beschaffungsstrategie eines Unternehmens wie Adidas. Wie eine Qualitätskontrolle aussieht, sehen wir im Deutschen Textilforschungszentrum Nordwest in Krefeld. Wir wollen wissen, was steckt hinter der Plastikmasche? Im Sportartikelbereich sind ja Funktionsstoffe ein großes Thema. Ein Baumwoll-T-Shirt kostet 10er, ein Funktionshemd dann gleich mal 35. Die Polyesterfasern, die zum Beispiel teilweise verwendet werden, die sind dann auch noch spezieller geformt, dass sie dann auch den Feuchtigkeitstransport verbessern. Und dadurch ist es natürlich auch aufwendiger, das Ganze herzustellen. Deswegen, also ein höherer Preis ist auf jeden Fall schon gerechtfertigt für wirkliche Funktionsshirts. Der Chef von Adidas sagte, sein Ziel ist es, dass also diese Shirts zu 100% aus alten Shirts gemacht werden. Im Endeffekt ist alles besser als thermische Verwertung am Ende, dass man es verbrennt. Und wenn man die Energie zum Recyclingprozess aus Wind oder Sonne gewinnt, dann habe ich da auf jeden Fall mehr gewonnen, als wenn ich aus frischem Öl mein neues Polyester herstelle. Das Aber dabei: Jeder Recyclingprozess kostet Geld. Viel mehr als aus Öl neue Plastikfasern herzustellen. Der Hersteller gerät mit Kampagnen zur Nachhaltigkeit zwischen die Fronten. Umweltschützer fordern mehr Engagement. Das kostet. Die Aktionäre fordern mehr Gewinn. In der Stellungnahme sagt Adidas, im Jahr 2023 waren 99% des verarbeiteten Polyesters recycelter Polyester. Die Herausforderung beim Recyceln von Bekleidung in neue Produkte ist die Sammlung und Sortierung der Materialien. Bis das richtig funktioniert, dauert's. Doch der Konzern arbeitet mit Politik, Industrie und Wissenschaft an Rahmenbedingungen. Jetzt wollen wir wissen, was eine Textilanalyse der Prüfstelle ergibt. Okay, Sie haben das ja alles analysiert. Was ist denn das Ergebnis? Wir haben auf unterschiedliche Parameter geprüft, sei es jetzt allergisierende Farbstoffe, Formaldehyd oder so Waschmittelrückstände. Das waren die Prüfungen, die wir gemacht haben. Und da haben wir nichts gefunden, was irgendwie den gesetzlichen Rahmen verletzt oder auch betrifft. Also es war komplett sauber. Hersteller wie Adidas können es sich nicht leisten, hier durchzufallen. Jede Kollektion muss einwandfrei sein, da jeder Kauf eine bewusste Entscheidung für die Marke ist. Ein Unternehmen aus der deutschen Provinz wird zum zweitgrößten Player auf dem Sportartikelmarkt. Ein Schlüsselfaktor dabei ist Marketing. Da fließen Unsummen rein. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass man einfach ein kleines bisschen von diesem Geld nimmt und den Leuten gibt, die die Produkte herstellen.
Wir haben erfahren, wie der Konzern seinen Weg zwischen nachhaltiger Produktion, Innovationsdruck und Steigerung der Gewinne sucht. Alles, um in Zukunft vorne mitzuspielen.